ich habe keine Ahnung, das läuft irgendwie alles nicht so richtig, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja, wie viel machen die denn da vorne, um Himmels Willen? Lass mich mal gucken. Ah, 90 sollen das sein, okay. Ja gut, dann ist klar. Wo brennt's denn? Ach, da vorne. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Es ist halt, wie es ist. Da steht halt in Flammen alles. Entscheidend ist ja, warum das jetzt so grau ist, das finde ich wieder bedenklich. Haben wir denn bei den Arbeitsplänen irgendwer, der noch Feuerwehr machen könnte? Naja, nee, eigentlich nicht so richtig. Ich könnte die Killer dafür, aber das will ich nicht. Aber vielleicht regnet es ja. Wobei, Steroid löscht schon. Die beiden da, ja, die Jungs, die sind auch bald wieder fit. Der McTodd macht erstmal ein Schläfchen. Irgendwer hat Hunger? Ja, wer verhungert? Okay, das scheint... Jetzt kommt ein Großhändler. Ein Großhändler mit seinem Handelsschiff in der Nähe eingetroffen. Sie sind unter dem Namen Volvova Company. Wer ist denn hier mit der sozialen Ader unterwegs? Ich habe keine Ahnung mehr, wer das war. Sie. Ja, die wird kontaktieren. So, Großhändler. Da wollte ich kaufen, und zwar das hier. Brauche ich davon 173? Das ist die ernste Frage, die ich mir da stelle. Aber wir können natürlich auch andere Sachen verkaufen. Hier die 600 Glattleder zum Beispiel. Oder vielleicht auch ein kleines bisschen Kamelhaut. Das Wolfsfell. Dickes Fell. Das kann eventuell weg. Wir behalten mal nur das Schweineleder. Wo ich Nashornleder her habe zum Beispiel, habe ich auch gar keine Ahnung. Meerschweinchenfell. Schnabeltier. Die Wolle behalte ich auch. Granaten, Stahl, Uran, Plaststahl, Kalkstein. Was das hier macht, weiß ich nicht. Da habe ich aber welche von. Da müsste ich mal nachgucken. Wir haben Bier. Können wir kaufen. Das will ich aber nicht kaufen. Ich hätte eine Wandlampe anzubieten. Akzeptiere das mal. Der arme Kerl, der läuft als darum, hat nichts zu tun, ne? Ah, da unten liegen jetzt meine Klamotten. Das ist cool. Grunt? Du kannst wegtragen. Es brennt immer noch? Ah, es kommt verdächtig... Oh, hier, das muss auch weg. Es kommt verdächtig nahe. Ah, Grunt hat alles aufgesammelt, das ist gut. Das bringt er dann hoffentlich irgendwo hin. Ich habe keinen Platz im Lager, das ist halt so ein Kern, so eine Kernproblematik. Mein Lager ist voll. Dafür müsste ich mir irgendwas überlegen. Wobei, da sind ja jetzt Sachen draußen. Also da ist ja jetzt das ganze Leder ist ja verkauft worden. Zumindest relativ viel. Das ist ja schon mal... Ich weiß nicht, ob das ein guter Ansatz ist. Keine Ahnung. Es brennt immer noch. Es kommt der Sache auch verdächtig nahe. Aber jetzt regnet es. Okay. Dann können wir jetzt die Struktur hier fertig bauen. Und da müssen wir uns mal überlegen. Da muss dann auch ein Betonboden rein. Da kommt natürlich keiner mehr rein jetzt, ist ja klar. Deshalb machen wir jetzt hier eine Tür hin. Aus Stahl, die machen wir mal dahin und wir machen eine dahin. Dann können sie auch von außen rein. Das klug ist, weiß ich allerdings nicht. So, Kathi ist vollständig geheilt. Das ist schon mal schön. Jetzt ist die Frage, was macht er? Er stellt Schutzwesten her. Der soll das Bein machen. Dem fehlt ja eins. Kannst du dich damit mal ein bisschen beschäftigen? Irgendwo lagen hier auch Waffen rum. Und zwar dürfte er seine verloren haben. Da kannst du dich mal mit bewaffnen. Und irgendwer hat noch eine verloren. Das muss er sein, theoretisch. Der kann sich ja wieder mit seiner Schrotflinte bewaffnen. Prima. Irgendwer hat das Bein verloren. Ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden das war. Ich gehe nochmal gucken. Ah, der hat das rechte Bein verloren. Okay. Der kriegt dann das Neue. Also falls McTodd das irgendwann fertig kriegt. Danach baut er ja Schutzwesten. Habe ich noch irgendwas, was ich abbauen könnte? Inspirierte Zähmung. Wir haben relativ viel Stahl, ne?
Das ionische Bein ist hergestellt, okay. Das ist das rechte Bein. Operationen hinzufügen. Welches rechts? Ja. Implantiere ihm das Bein. Leg ihn dahin. Ich mache das jetzt automatisch. So selbst. Manuell. So wollte ich es nennen. Und du wirst dich... Du wirst den operieren. Warum hat er das Bein nicht gleich mitgebracht? Führer hat ihre Studien über den Monolithen abgeschlossen. Die Struktur ist ein Kanal zur Leere, eine verborgene Realität unter jedem Punkt der Raumzeit. Die Leere wird von einer gewaltigen Maschinenintelligenz erschreckender Komplexität bewohnt, die von einer albtraumhaften, unmenschlichen Wut erfüllt ist. Ihr Einfluss versetzt unsere Welt in Angst und Schrecken. Die Erweckung des Monolithen wird den Kanal vollständig öffnen. Wenn der Kanal offen ist, glaubt Führer, dass sie durch die Öffnung gehen kann, um den Kanal für immer zu schließen oder einen Weg zu finden, die dunkle Macht zu nutzen. Der Monolith vermittelt nun mehr Wissen, wenn er studiert wird. Sieht er irgendwie anders aus? Ich bin mir da etwas unsicher. Ich hätte das vielleicht vergleichen sollen. Wo ist denn mein Kumpel mit seinem Bein? Da. Okay, er hat sein Bein dran. Er wird noch gewaschen. Körper. Rechtes Bein ist bionisch. Linkes Bein ist ein Kratzer. Ja. Gut, er ist ja noch ein bisschen verletzt. Alles klar. Gut, das hätten wir schon mal. Das wäre toll. Ich überlege mir jetzt weitere Schritte. Hier sind wir erstmal so weit durch, ne? Ich mache mal noch ein bisschen Betonboden hier hin und dahin. Und dann werden wir mal bei der Lagerung gucken. Es gab ja extra was für Heu. Heuboden da. Wir drehen das so. Und ich baue da jetzt mal hier so ein paar Heuböden hin. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die ganze Sache ist zum Scheitern verurteilt, weil es blöd ist. Moment. Befehle. Ja, wir brechen das mal ab. Was ist denn jetzt? Jetzt bin ich völlig verwirrt. Heuboden, da wollte ich hin. Ich wollte das so drehen, so und so. Ja, das ist jetzt nicht so toll. Ich baue da jetzt einfach mal so ein paar hin. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob das ein guter Plan ist. Was können wir noch forschen? Ein Elektrokollektor. Ich habe keine Ahnung, wenn ich da ehrlich sein soll. Ich mache mal das weiter. Da gibt es einen Ritualplatz. Ich habe Angst. Ah, ich wollte auch das... Was macht denn er? Wo rennt denn er hin? Was ist denn sein Auftrag? Ach, der muss bis da hochlaufen für Granitbrocken. Ah, okay. Ja, das wusste ich ja nicht. Hatte ich keine Ahnung. Ah ja, jetzt machen sie da das Heu rein. Okay. Dann werden wir mal gucken, ob sie das dann da rausholen. Dann werden wir danach mal neue Regalformationen aufstellen. Es könnte möglich sein, dass das Heu halt zu klein ist. Will ich nicht sagen, dass das... Habe ich überhaupt genug Holz, um die ganzen Regale zu bauen? Ich habe nur 700... bisschen was. Wir könnten mal noch ein paar Befehle für Holz aussprechen. Und dann fällt mir hier so ein bisschen was. Und dann gehen wir mal weiter gucken. Das ist auch so eine Vollkatastrophe. Dafür bräuchte ich irgendwann mal das... Oh, da haben wir einen Wolf. Pass mal auf, wo ist denn mein Mech? Mein großer, mein Tunnelgräber. Der läuft da rum. Okay, pass mal auf. Das ist außerhalb der Befehlsreichweite. Okay, das ist natürlich irgendwie eher schlecht. Wie erweitere ich denn die Befehlsreichweite? Oh, das weiß ich doch alles nicht. Ein Bandknoten. Ein Mech-Bandsignal. Bei Aktivierung sendet es einen starken Signalimpuls aus, der einen ultraschweren wilden Mechanoiden mitsamt Eskorte anlockt. Sie werden deine Kolonie angreifen. Wenn du es schaffst, ihn zu besiegen, kannst du spezielle Technologien aus seinen Überresten bergen. Der Signalimpuls verbrennt den Transmitter, so dass dieses Gerät nur einmal verwendet werden kann. Ey, finde ich super. Das klingt total schön. Psychofluid-Pumpe.
Was macht denn das? Dieses Gerät steigert die mentale Sensibilität eines Totschläfers. Ah ja, hm. Nein, nein, nein. Ah, das hat auch viel mit Genkram zu tun. Okay, ich wollte doch aber eigentlich nur rausfinden. Verstärker, der die maximale Bandbreite eines bestimmten Mechanismus. Ja, das ist das, was dann damit kann er mehr machen. Hm. Ich dachte, irgendwie kann man. Also man kann es bestimmt, aber. Man kann bestimmt was bauen. Muss ich das forschen? Ich hab keine Ahnung. Nee, das ist Anomalie. Für Biotech gibt es keine. Na gut, okay, es gibt natürlich die Oberstufenmix, ist ja klar, ne? Die Mechaniker schaffen, was machen wir? Was gibt's denn da? Da kann ich Diabolos bauen und eine Fabrik. Ah, da kann ich ein Fernreparaturimplantat. Da brauchen wir den Power-Focus-Chip. Und dann gibt es noch die Ultrastufe. Da kannst du dann die Kriegskönig bauen, eine Blasterraupe, Legionär. Da gibt es einen Mechlord-Helm, eine Mechlord-Rüstung, eine Reparatursonde und ein Centurio. Ich glaube, das ist richtig unromantisch. Allein die Tatsache, dass das hier schon, dafür brauchst du ja, was brauche ich denn? Da brauche ich doch die Kriegsgöttin für wahrscheinlich, ja? Muss ich wahrscheinlich die Kriegsgöttin töten, oder? Oh, Jumps, erhältst du dich das Besiegen von Kriegsköniginnen? Du kannst sie mit einem Mechanitor herbeirufen. Ich möchte ungern. Ich möchte ungern. Aber ich fürchte, wir werden das noch in Erwägung ziehen müssen. Ist dann eigentlich der Nebel wieder weg? Ja, der Nebel ist weg, gut. Es baut keiner mehr was. Das macht mich auch ein bisschen. Ah, die fällen noch Bäume. Ich weiß jetzt nicht. Laden die sie alle auf oder was? Naja, irgendwie ist da schon wer unterwegs. Was macht er denn jetzt eigentlich mit seinen Westen, Himmel, Herrgott? Ist der denn da bald mal so weit? Was liegt denn hier rum? Ein bionisches Ohr. Irgendwem fehlte doch eins. Wem hat denn das Ohr gefehlt? Warst du's? Ich hab... Ihr? Wem hat denn das Ohr gefehlt? Ich weiß es nicht mehr. Moment, ich suche. Nase, linker großer C, rechter Ring C. Nase, Ring C, großer C, Zeigefinger, rechter Finger, Daumen. Ja, das ist übrigens ein Problem. Da der Daumen fehlt, ist schwierig. Warte mal, hä? Irgendwem hat doch... Ach, das war Tomboy, dem das rechte Ohr fehlt, ne? Operation, rechtes Ohr. Bionisches Ohr implantieren rechts, bitte. Ja. Aha, kein Arzt. Okay. Ja, weiß ich nicht. Wird schon irgendwann losgehen, das Ohr ist ja da. Ich wollte eigentlich gerne den Wolf töten. Aber er kommt nicht so weit. Was ich unter anderem auch nicht so richtig verstehe. Was macht er denn da? Warum macht er denn das mit dem Ohr mitten im Schlafzimmer? Himmel, Herrgott. Aber er hat jetzt ein bionisches Ohr. Das heißt, er wird dann irgendwann wieder hören können, denke ich. So, was haben wir eigentlich hier noch für einen Bums? Antike Exoschreiterkopf. Greif es dies an. Alles klar, pass mal auf, wir holen mal drei. Die holen wir mal hier hoch. Die werden jetzt den Exoschreiterkopf erschießen. Also, falls sie denn irgendwann alle da sind. So. Was ist hier? Ritter der Fraktion Königreich Bumsbums. Beginnen wird ein entfernter EMI-Generator Forster mit einem Störfeld zu überziehen. Nee. Nee, sorry. Gar keinen Bock drauf. Da sehe ich überhaupt gar keinen Bedarf dran. So.
Das hätten wir erledigt. Die wären nämlich jetzt dann fertig. Dann könnten wir hier das Jadekram mal abbauen. Ja, ich habe das aufgegeben, den zu. Ich krieg's eh nicht auf die Reihe. Gut, der hat sein Ohr. Irgendwer hat Hunger? Wer hat denn Hunger? Ja, dann ist halt was oder so. Weiß ich doch nicht. Ich bin da jetzt hier auch nicht der Fachmann für alles. Wie sieht denn das jetzt hier mit dem ganzen Gelumpe aus? Ah, pass mal auf, ich müsste jetzt mal... Ach du Scheiße, hier an so ein Regal zu kommen, ne? Ja. Ahoi. Kannst du ausstellen. Weil das muss ja nicht kalt gelagert werden. Ja. Das wird halt ein Problem, das für alle auszustellen. Egal. Ich mache das dann nur für die Neuen. Ich werde da nämlich auch noch neue Regale reinstellen, dass da mehr von dem Kram, der da auf der Erde liegt, rein kann. Schau, wir haben das leere Provozieren-Ding. Mein Problem an der Sache ist, ich würde gerne wissen, mich würde interessieren, wie ich die einfangen kann. Ich darf sie nicht töten wahrscheinlich, das wird der Punkt sein. Wir werden jetzt hier übrigens an dem Timer was machen. Ich werde mal die Aufgabe Granitblöcke herstellen, pausieren, damit der nicht die ganze Zeit durch die Weltgeschichte rennt. Der hat das schon abgebaut, das ging auch schnell. Erschreckend schnell. Und dann habe da machen wir jetzt, warte mal. Da unten ist ja eigentlich nur mein Gerät. Wir bauen jetzt Strukturen. Und zwar brauche ich Kalkstein. Wir machen das jetzt hier erstmal zu. Bam. So. Das machen wir jetzt erst. Dann sind die nämlich dazu gezwungen, hoffentlich von da zu kommen. Wenn sie von hier unten kämen. Ich weiß nicht, ob der Platz reicht, aber alternativ reißen wir hinten einfach das Gebirge weg. Da bin ich hoffentlich recht optimistisch. Wir könnten natürlich auch mal Befehle. Bergbau ist L, ne? Ja. Wir machen das mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob er das machen wird. Keine Ahnung. Pass mal auf, wir machen mal bei den ganzen Bergbauleuten den Bergbau gerade weg. Hier macht mal keiner mehr Bergbau. Ich möchte nur wissen, ob er das macht. Weil, wenn es einstürzt und er geht kaputt, finde ich das zwar auch nicht so cool, aber es ist weniger schlimm, als wenn da einer erschlagen wird. Wie sieht es mit den Bauteilen aus? Ah, er ist immer noch mit den... Was macht der denn? Warum wäscht er sich denn schon wieder? Bau doch mal Rüstung. Wir haben immer noch 9 Sanitäter, die... 9 Leute, die komplett unbegeistert sind über ihre Ausrüstung. Naja. Okay, es sind immer noch 9. Obwohl... Naja, ich werde es rausfinden. Wir werden uns das angucken. Gut, die haben ja auch Schutzhosen, ne? Das ist es ja. Die haben ja auch Schutzhosen. Gut, das hat er geschafft. Das macht mich ein bisschen stolz. Dann geht das Ganze nämlich jetzt weiter. Und zwar kann er jetzt hier gleich weitermachen. Da kann er gleich weitermachen. Eventuell, ich weiß jetzt nicht, wo er hin will. Was hast denn du vor? Was ist denn dein Plan? Hä? Okay, er hat. Okay, jetzt läuft er wieder zurück. Ich verstehe es nicht, aber er soll mir ja recht sein. Willst du dich jetzt aufladen? Nee, der will schon dahin, wo ich ihn hingeschickt habe, ne? Das ist schon sein Ansinnen. So, da müssen wir gucken, dass wir einen Lager bauen für den Sprit. Ah ja, er fängt da unten an, alles klar. Die Schweine, ach du Heiland,
Schweine sind auch wieder viele. Ja. Ja. So. Ein paar Schlachten mal davon mal. So, er macht das. Das ist ganz gut. Da bin ich überzeugt, dass das was wird. Und dann werden wir mal gucken. Wir haben 100 Medizin. Bei der wievielten Schutzweste ist er denn? Er sollte 9 bauen. Oh, er hat nur noch 2. Dann kannst du nach den Schutzwesten... auch 9 Schutzhosen herstellen. Tomboy guckt der ganzen Geschichte erstmal zu. Bei ihm läuft's. Bei ihm läuft's. Abreißen. Er war ganz offensichtlich bei den Schweinen unterwegs. Prima. Das wird ein bisschen dauern, bis er soweit ist, aber das macht nichts. Best verfügbar. Mysteriöse Fracht. Oberster Vorsitzender der Fraktion Bund der Dineron hat eine merkwürdige Bitte. Sie möchten, dass du eine nicht näher bezeichnete Fracht annimmst. Auf die Frage nach Einzelheiten weicht sie aus. Verzweiflung liegt in ihrer Stimme. Wenn du sie annimmst, wird Hakuya dir die mysteriöse Fracht per Transportkapsel zustellen. Da ist die Frage, was mache ich denn am Ende mit der ganzen Fracht? Behalte ich die oder kommen die abholen? Da sind heiße Fragen am Start. Wenn ich das annehme, ich speichere vorher mal. Bei Test. Ja, ich bin der Ansicht, dass das hilfreich sein könnte. Und dann können wir das ruhig mal annehmen. Zum Ort springen. Mhm. Ist das die mysteriöse Fracht? Eine Wiedergängerwirbelsäule? Ich bin mir nicht sicher. Das könnte man zerstören. Man könnte was einfangen. Oh, fange die wieder ein. Sie muss auf einer Halteplattform festgebunden werden. Erst dann kann sie studiert werden. Okay, ich brauche eine Halteplattform. Zeige mir mal, wo ich das kriege. Eine Halteplattform. Okay, pass auf. Da müssen wir ja irgendwie eine Ecke für haben. Warte mal, ich wollte das hier abreißen. Ne? Das war schon so ein bisschen auch mein Ziel. Zone. Dach. Ja, ja. Ist das schon weg? Ah, das ist schon weg. Das ist schon offen. Alles klar, warte mal. Dann markieren wir das mal. Und machen das mal so. Das können wir dann mal machen. Und dann werden wir hier unten nochmal Strukturen machen. Und wie sind wir mit der Kalksteinwand soweit fertig? Okay. Wir werden hier auf jeden Fall nochmal eine ranziehen. Was? Dach ist eingestürzt. Wo denn? Okay. Ich habe irgendwo anscheinend noch doch noch Dach, was weg muss. Zone. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Das ist doch... Naja gut, das kann sein, dass es das hier ist. Ne? Auch egal. Auch erstmal ganz und gar uninteressant. Entscheidend ist, dass ihr das macht. Ich würde gerne nämlich eine Station für die Halteplattform bauen. Und dann können wir hier die ganze Sache löschen.